Hier zeige ich einen Grundschnitt ohne Abnäher für ein Oberteil bei kleiner Köpfchengröße. Du bekommst eine komplette Videoanleitung für einen Maßschnitt. Darum geht es in diesem Video. Diese Methode ist auch für Schnittanfänger geeignet. Hallo und herzlich willkommen bei Werde Designer. Ich bin Ellie und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Schnittkonstruktion und Abformen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann unterstütze mich gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere Werde Designer. Aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die in der Zukunft auf dich warten. Vom Kreuzungspunkt gehe ich 3 cm nach unten. Von dort habe ich die Armlochtiefe und die Rückenlänge abgetragen. Diese Maße kannst du messen oder aus der Tabelle entnehmen. Den Link zur Tabelle habe ich hier unten angefügt. Ich trage nun die Armlochtiefe ab. Nun trage ich in Grün die Rückenlänge ab. Und zeichne die waagerechte Achsellinie in Blau. Dann zeichne ich in Grün die Taillenlinie. Nun trage ich von der Taillenlinie die Hüfttiefe nach unten ab. Die Armlochtiefe misst du am besten mit einem Kartonstreifen. Die hintere Mitte wird eingestellt um 2 cm. Und an der Armlochtiefe habe ich die Rückenbreite abgetragen. Und dann 2/3 des Armdurchmessers. Bei der Rückenbreite habe ich einen Strich nach oben gemacht und bei 2/3 des Armdurchmessers habe ich einen Strich nach unten gemacht. Jetzt habe ich alle Linien miteinander verbunden. Taillenlinie. Dann habe ich das Halsloch im Rückenteil gezeichnet. 6,2 cm ist die Halslochbreite. Die Armlochtiefe sind 20,6 cm und die Rückenlänge sind 38 cm. Das ist jetzt nicht die richtige Rückenlänge, das habe ich jetzt reduziert, um die Zeichnung mit der Kamera filmen zu können. Dann habe ich die Schulter eingezeichnet und zwar habe ich den Winkel von 18 Grad angelegt. Die Schulterlänge sind 12 cm. Und hinten kommt dann 0,5 cm dazu. Hinten habe ich 12,5 cm abgetragen. Dann habe ich diese Linie halbiert und geviertelt. Bei 1/4 ist dann der hintere Ärmelpunkt. Der ist dann wichtig für die Konstruktion des Ärmels und zum Einnähen des Ärmels. Dann wird am Schnitt die hintere Taillenbreite gemessen. Hier in dem Fall 22,6. Fürs Vorderteil nehme ich ein neues Blatt Papier. Ich übertrage alle waagrechten Linien. Nun zeichne ich eine senkrechte. Dann verlängere ich die waagrechten Linien. Nun trage ich 1/3 des Armdurchmessers ab, in diesem Fall 3,2 cm.
Nun trage ich die Brustbreite ab, 18,8 cm, und mache eine Markierung. Durch diesen Punkt zeichne ich eine senkrechte. Diese senkrechte Linie ist dann die vordere Mitte. Beginnend an der Taillenlinie trage ich an der vorderen Mitte die vordere Länge minus 1 ab. Die Vorderlänge habe ich aus der Rückenlänge errechnet. Rückenlänge plus 3,5. Das ist bei diesem Brustumfang der Betrag. Macht 41,5 minus 1 macht 40,5. Die habe ich dann von der Taille nach oben abgetragen und konnte das Halsloch zeichnen. Dann wird wieder die Schulter abgetragen, die Linie verlängert, den Winkel angelegt. Hier beim Vorderteil sind es 22 Grad. Beim Vorderteil sind es 12 cm. Jetzt kommt der vordere Ärmelpunkt. Der liegt bei ein Viertel des Armdurchmessers nach oben. Ein Viertel des Armdurchmessers sind 2,4 cm. Das ist der vordere Ärmelpunkt. Wichtig bei der Konstruktion des Ärmels und beim Einnähen des Ärmels. Armloch zeichnen. Jetzt wird am Schnitt die vordere Taillenbreite gemessen. Die Taille wird 1 cm erhöht. Zur hinteren Taillenbreite addiert, gibt 41,5. Nun errechne ich den Taillenausfall. Von dem gemessenen Maß wird die Taillenweite abgezogen. Ergibt 5,5 durch 2. 2,7, also wird die Taille um 2,7 vorne und hinten eingestellt. Vom gemessenen Maß wird die Taillenweite abgezogen und dieser Betrag wird halbiert und rechts und links eingestellt. Nach der gleichen Methode wird auch der Hüftausfall berechnet. Zentimeter angestellt. Und ganz wichtig, diese Linie als Bogen zeichnen, nicht als gerade Linie, weil wir haben ja eine Hüfte. Das ist der hintere Ärmelpunkt, der liegt bei einem Viertel der Strecke. Vom hinteren Ärmelpunkt geht man 1 bis 1,5 cm nach außen. Für die Armkugel und in Höhe von 1,5 geht man 0,5 bis 1 cm nach außen. Und man kann die Armkugel einzeichnen. Dann wird noch der Fadenlauf eingezeichnet. Der ist parallel zur vorderen Mitte und parallel zur hinteren Mitte, also zur eingestellten hinteren Mitte. Das ist der fertige Grundschnitt. Ich hoffe, das Video ist für dich eine Anregung, dich mal an einem Grundschnitt auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht hast du ja bald ein auf Maß genähtes Kleid an. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Dann verpasst du auch nicht, wenn es was Neues auf meinem Kanal gibt. Ciao!